Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Wir basteln zusammen diese Karte. Ist eine ganz, ganz wunderschöne Kreation. Also ich fahre mega darauf ab. Ist ganz, ganz krass modern. Schwarz-Weiß-Gold ist, glaube ich, die modernste Weihnachtsfarbkombi, die ich kenne. Ja, finde ich total schön. Die ist entstanden. Ich habe während dem Team-Call, den wir wöchentlich haben, ein bisschen rumgebastelt. Grüße an alle meine Team-Mädels, die da waren. Und da ist zuerst diese kleine Karte hier entstanden mit dem Set Baumzauber, diese hier. Und dann habe ich diese Karte gebastelt, die basiert auf einer Idee von der Janina. Von der war neulich auch eine der Halloween-Ideen. Der hatte hier ein Layout, was so ähnlich aussah und ich habe das einfach mal gebastelt und so umgesetzt. Und dann dachte ich mir, wieso nicht die beiden Ideen kombinieren, die Farbkombi, das Layout. Und daraus ist diese Karte entstanden, die basteln wir jetzt zusammen. Genau. Die hat ein Kunstlevel von 3 wegen der Folierung. Einfach nur, weil man da ein bisschen was machen muss. Ist aber total easy und ihr braucht auch außer den Goldflocken nichts, was ihr nicht sowieso schon zu Hause habt. Das ist also gar kein Stress. Techniklevel ist natürlich 1, weil es keine interaktive Karte oder sowas. Und Budgetlevel von 2, aber auch nur, weil ich hier Stanzformen benutzt habe und eine Prägung im Hintergrund. Wie gesagt, für die Folierung braucht man tatsächlich gar nichts Spezielles. Okay. Und dann geht's auch schon los. Zuallererst wollte ich noch anmerken, ihr hört es, ich klinge, als würde ich ganz, ganz viel rauchen. Ich habe wieder ein bisschen eine verschnupfte Nase. Neulich in dem Infovideo hat irgendjemand drunter kommentiert, du hast aber eine sympathische Stimme. Und ich war so, ja, aber auch nur, weil ich total angeschnupft bin. Also ich klinge wieder etwas nach Jazzsänger, aber... Also Entschuldigung für alles Räuspern oder sowas. Geht halt nur gerade nicht anders. Gut, wir basteln auch los. Und zwar starte ich mit dem Stemperatus und dem Set Baumzauber. Das ist das Feature-Set von heute. Daraus habe ich benutzt diese Kugeln hier und dieses Gestrüpp-Dings, dieses Ilex-Teil. Ein super, super schönes Set. Ich liebe die Bäume da drin. Damit werden wir auch noch basteln. Da habe ich eine ganz tolle Idee hier drüben liegen, aber ich spoilere die mal nicht. Genau, und da gibt es eben passende Stanzformen dazu. Hier werden auch diese länglichen Bäume von gerade eben, die ihr gesehen habt. Und ich habe einfach mal nur diese beiden Motive benutzt. Der Rest kommt noch. Also es ist ein ganz tolles Set, super modern. Das Designerpapier, was es dazu gibt, ist auch eine sehr moderne Farbkombi. So in Pastellfarben mit noch rosa dabei. Das ist jetzt einfach nicht mein Fall. Also das ist sehr modern und wer darauf steht, total gerne. Aber es ist einfach nicht mein Ding. Deswegen habe ich das auch gar nicht. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Set nicht trotzdem schön ist und man mit dem basteln kann. Ja, ganz cool, modern. So, nicht so viel Blabla. Hier, folgende Technik. Stemperatus ohne die Schaumstoffmatte, weil wir haben ja hier rote Gummistempel. Ich habe zweimal ausgestanzt aus einem dicken Farbkarton einfach nur die Kugeln und den Ilex-Zweig. Denn wir benutzen hier eine spezielle Stempeltechnik, indem wir unsere beiden Motive einfach mal hier hinlegen. Ich gucke mal, dass sie nicht kollidieren. Also der hier nach da... Und der hier so in etwa nach da. Das letzte ist wurscht, nur Hauptsache die Streifen liegen nachher nicht übereinander. So, das hier kommt schön in die Ecke, gerne auch hier mit dem Magneten befestigt, dass das nicht abhaut. So, weil hier ist die Platzierung ganz, ganz wichtig. Das darf jetzt nicht durcheinander gehen. So. Dann Klapp zumachen und einmal stempeln. Mit welcher Farbe, das macht es jetzt egal, es geht hier nur ums Prinzip. Ich nehme einfach mal gerade Schiefergrau, weil das brauche ich gleich auch nochmal. Das heißt, hier Stempelmotive einfärben und stempeln. Einfach nur hier auf das Papier. Wenn ihr dieses karierte Papier nicht habt, das kann man sich dazu kaufen zu dem Stemperatus, das passt hier halt perfekt rein. Aber ihr könnt irgendein Schmierpapier nehmen, ist gerade egal. So, und dann nehme ich mir hier diese Schablonen und lege die so rein, dass es halt hier passgenau ist. So wie ich quasi das Ding ausgestanzt haben wollen würde, wenn ich es mit der Stanzmaschine ausstanzen würde. Ich nehme hier mal den anderen Magneten. Der hat dieses Fähnchen. Jetzt nehme ich mal ausnahmsweise auch beide Magnete. Das mache ich ja sonst nicht, weil da ist die Gefahr, dass die halt zusammenklatschen und dann brechen. Neodym-Magnete sind ja von Natur aus spröde. So. Das ist die Idee, ne? Einfach hier genau ausrichten, wie man es theoretisch ausgestanzt haben wollen würde. Dann kann man nämlich die Blankostanzform hier reinlegen und so stempeln. Ist auch eine ganz tolle Technik, wenn ihr mehrere von einem braucht. Also wenn ihr eure Hauptweihnachtskartenprojektion habt und halt 20 Mal den gleichen Tannenbaum braucht oder so, dann ist es besser, ihr stanzt oder es ist zeiteffizienter, wenn ihr erst die Blanko-Dinger ausstanzt und die dann so quasi immer reinlegt, stempeln. Das geht dann schneller, weil ihr in der Stanzmaschine nicht so rumfummeln müsst. Das lohnt sich natürlich nicht, wenn man nur so zwei macht,
Aber wenn man halt 20 macht schon, beziehungsweise wir müssen hier mehrfach die genau übereinander stempeln, deswegen lohnt sich das hier für uns auch. Gut, und genau das machen wir auch. Das heißt, ich lege hier diese Stanzform mal passgenau rein. Und dann stempel ich in Schiefergrau. Aber ich stempel auch tatsächlich nicht alles, weil das ist jetzt quasi nur zum Vorzeichnen, sage ich mal. Deswegen stempel ich das auf jeden Fall einmal ab, indem ich einfach nur mit dem Schmierpapier einmal drüber tupfe. Und ich bin sogar so pingelig und nehme von den Kugeln hier mit meinem Reinigungsprofi nämlich bei den Schnüren die Farbe wieder weg. Dann nochmal mit dem Finger drüber. Es darf nicht nass sein. Nass stempeln sieht man. So, und dann abstempeln. Ich erkläre auch gleich warum. So, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann stempelt es quasi genau da rein, wo wir es haben wollten, als, ne, als hätten wir es ausgestanzt. Das ist der Sinn. Okay, zum Rausnehmen ja nicht die Schablonen verschieben. Ich empfehle den Aufhebhelfer, wenn ich sehe, wo ich den hingepackt habe. Habe ich ihn aufgeräumt? Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Wo liegt er hier auf meinem Tisch? Egal, hier ist eine Pinzette, das geht auch. Das heißt, halt gucken, dass man die Schablonen nicht bewegt. Das wäre doof. Mit dem Aufhebhelfer geht es am allerbesten. Ich muss nachher gleich sowieso einen Schnitt setzen, dann kann ich den mal suchen. Oder ist der nicht hier? Ah, da ist er. Ah, habe ihn gefunden. Hier. Der hat ja hier diese Klebespitze. Darf man auch mal ein bisschen mehr hier für den Moment rausdrehen. Und da kann man nicht einfach düp hier die Sachen aufheben. Das ist total praktisch. Okay, wir brauchen ja auch zwei von den Ilex-Dingern. Also ich mache den hier nochmal. Das heißt, das passgenau reinlegen. Dann einmal hier Schiefergrau. Einmal abstempeln, dass nicht zu doll wird. Wie gesagt, wie eine Bleistiftvorzeichnung ist hier das Prinzip. Stempeln und passt. Wie das aussieht, ist egal. So, und jetzt erkläre ich euch auch, was der Sinn dahinter ist. Wir wollen ja jetzt die Folierung draufbringen. Schiefergrau kann weg. Ich putze mal hier noch den Stempel sauber. Den brauche ich nämlich auch gleich wieder. Oder nachher. So. Also, wir folieren jetzt dieses Motiv partiell, also teilweise. Und zwar nehme ich einfach einen Pinsel und streiche da Kleber drauf und dann gehe ich da am Ende drüber mit unseren Goldflocken, die wir im Sortiment haben. Und der Sinn ist, ich möchte nachher auf der Folierung obendrauf nochmal gestempelt haben. Hier zum Beispiel wieder dieser mittlere Strich in dem Ilex-Zweig oder hier die Deko auf den Kugeln. Das möchte ich obendrauf haben. Deswegen werden wir mit einem wasserfesten Stempelkissen, dem Stayson-Stempelkissen, obendrauf stempeln. Und deswegen müssen wir das vorstempeln, also quasi anzeichnen, damit wir hier jetzt den Kleber drauf machen können, dass wir wissen, wo die Folierung hin muss. Und dann können wir nämlich passgenau oben nochmal das genau gleiche Motiv, aber halt in satt schwarz drüber stempeln. Und dann haben wir hier quasi die Details oben auf der Folierung drauf. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch die Schnüre hier wieder weggewischt, weil wenn ich das nicht perfekt treffen würde aufeinander mit dem Schwarzen, dann sieht man hier eine Schnur in Grau und eine Schnur in Schwarz. Und das ist doof. Deswegen nehme ich das weg und ich habe es auch abgestempelt, dass eben, wenn es nicht perfekt übereinander kommen sollte, was hier jetzt perfekt geklappt hat, aber wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, dann sieht man das fast nicht, eben diese in Anführungszeichen Bleistiftvorzeichnung. Genau, ich hoffe, das macht soweit Sinn. Und wir machen jetzt einfach ein bisschen Kleber drauf. Das heißt, ich nehme einfach unseren Mehrzweckflüssigkleber, unseren Tombow-Kleber. Das hier funktioniert nicht mit jedem Kleber. Ihr braucht so einen Zwei-Phasen-Kleber, der auch trocknet, der klebt, wenn er trocken ist, so rum. Das geht nicht, eben das kann nicht jeder Bastelkleber. Da braucht ihr halt so einen, weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist, halt so einen Zwei-Phasen-Kleber und nicht so einer, der dann trocknet und so lackmäßig wird. Gut, ich nehme hier einfach einen Detailpinsel, die habe ich mal in irgendeinem Set gekauft. Sowas sollte man haben, sowas ist auch immer praktisch zum Embossen. Und dann trage ich hier einfach Kleber auf. Bei den Kugeln mache ich diese Aufhängerchen, diese Kappen, die oben auf den Kugeln drauf sind und die Deko, die halt auf den Kugeln drauf ist. Also der Querstreifen und bei der linken Kugel hier den Stern. Nicht zu dünn den Kleber drauf machen, natürlich auch nicht zu dick, also einfach quasi anmalen, aber ein bisschen mehr dicker drüber gehen, als wenn das jetzt, keine Ahnung, Wasserfarbe wäre oder sowas. Also da soll halt schon Kleber sein. Der darf schon präsent sein, sonst klebt es nachher halt nicht. Das ist ja auch recht fein hier alles. Genau. Und bei dem Ilex-Zweig gehe ich einfach über diese drei Beeren hier drüber und über das komplette Blattwerk, also über das Blattgestrüpp, ne? Wie ich immer sage. Über diese Swirlies hier am Rand nicht.
weil man muss ja auch noch von dem Schwarz was sehen. Und da sieht man das halt auch nachher ganz toll bei den Beeren, wenn wir das dann foliert haben, dann sieht man halt gar nicht mehr gut, dass es drei Beeren waren, dann ist es einfach nur so ein Klecks Gold. Und deswegen wird da halt drüber gestempelt, dass das nachher wieder schön ist und dass das Motiv quasi wieder besser zur Geltung kommt. Das war so die Idee dahinter. Genau, guckt bei dem Ilex-Zweig, dass ihr auch hier wieder bis in die Spitzen reingeht, auch nach unten. Und ich glaube, ich setze euch sowieso gleich einfach mal einen Schnitt, weil das ist ja langweilig, was ich mache. Ich male das Letzte nur an und dann gehe ich sofort meinen Pinsel auswaschen. Wenn man den sofort auswäscht, dann geht doch der Kleber anstandslos da raus. Der ist ja auch wasserlöslich. Und dann hat man da gar kein Gezicke, also das ist gar kein Problem. Einfach nur direkt auswaschen, sonst hat man ein Problem. Genau, das heißt, ich mache jetzt noch hier dieses letzte Blatt, gehe dann meinen Pinsel auswaschen und bis dahin ist der Kleber wahrscheinlich schon trocken, dann können wir weitermachen. So, da sind wir wieder. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Das Prinzip ist ganz einfach. Man nimmt hier unsere Goldflocken und dann schnappt man sich einfach. Ich nehme gerne die etwas größeren Teile. Kann man einfach mit den Fingern nehmen. Nicht niesen übrigens, wenn das auf ist. Ist natürlich schwer, weil ich so ein bisschen eine Schniefnase habe, aber muss man jetzt darauf achten. Und dann legt man das überall drüber, wo der Kleber ist. Ihr könnt übrigens an der Spur, die ihr vorhin zum Kleberaufnehmen benutzt habt, da seht, man sieht man gut, ob der Kleber schon trocken ist. Genau. Hier überall drüber machen, sodass alles bedeckt ist. Und dann wisst ihr ja, ich verlinke euch mal hier oben unterm i, findet ihr ein ganzes Video zu den Goldflocken und wie ich die gern benutze. Da ist auch nochmal alles in Detailheiten erklärt und noch mehr Applikationsmöglichkeiten. Aber die Zusammenfassung ist, ich nehme gerne einen Schwamm und drücke das erstmal gut an, dass quasi jede Stelle des Klebers auch gut angedrückt wird. Und dann fahre ich hier vorsichtig drüber und reibe, sodass es mir eben quasi die groben Stücke wieder wegnimmt, sodass es so übrig bleibt. So. Ist einfach immer wieder toll. Ich liebe diese Goldflocken. Ich mache das total gern. So, dann hier Schwamm ein bisschen ausklopfen. Das kommt mal hier rüber. Du auch. Du auch. Dann nehme ich gerne die etwas größeren Flocken. Die kann ich auch zurücktun und sind so ganz klein Fuzzi-Scheiß. Der kommt einfach weg. Das ist verkraftbar. Ist ja auch kein Echtgold oder so. So. Ist übrigens nicht. Ich habe das nachgefragt und das sieht man auch in den Warnhinweisen, die auf dem Döschen draufstehen. Das ist kein echtes Gold. Das wäre auch nicht bezahlbar in der Menge. Das ist übrigens auch nur ein Döschen. Das flufft ja total auf, beziehungsweise das hier ist ein halbes. Ich habe noch relativ viel, also das reicht eine ganze Weile. Gut, das ist Schwämmchen und dann nehme ich einen von unseren Blending-Bürsten und gehe da nochmal drüber. Ich habe das Gefühl, das poliert das dann immer nochmal so richtig schön auf. Und das ist ja der Vorteil an der Folierung gegenüber von Embossing. Das glänzt richtig, richtig doll. So, und ich sehe, ich hätte es ein bisschen länger trocknen lassen können, aber ich bin natürlich hier jetzt mitten im Videodreh, da habe ich jetzt nicht Lust noch zu warten. Also hier hat es sich ein bisschen wieder weggehobelt. Vielleicht können wir da noch was draufkleben, so. Ah, hat keiner gesehen. Ah ja, guck mal, hat sogar funktioniert. Okay, also lasst das kurz ruhig ein bisschen trocknen, da war wahrscheinlich ein bisschen viel Kleber drauf. Das muss man halt zweimal ausprobieren und dann klappt das, dann kann man das. Okay, das heißt, das ist das Bürstchen, das kann auch wieder weg. Und dann kann das hier auch weg. Hier immer noch nicht niesen. Das ist jetzt total böse. Das ist wie Glitzer. Nur schlimmer, weil es ja leichter ist. Das heißt, das falte ich einfach ein und dann ist es weg. Schmierpapier des Tages ist übrigens Notenpapier. Also ein Fehldruck von Notenpapier, die ich ausgedruckt habe. Das fand ich jetzt sehr passend, weil wir ja mit dem Notenembossing voll darauf arbeiten. Höhöhöhöhö. Okay. Das kann weg und wir sind die Schweinerei los. Perfekt. Gut. Das heißt, hier sieht man und hier ist. Auch nochmal ziemlich deutlich, man sieht jetzt halt nicht mehr schön die Form. Also, dass das mal drei Beeren waren, sieht man nicht mehr so doll. Und deswegen kommt es ja drüber gestempelt. Erstens natürlich, damit wir unsere ganzen Swirlies wieder in Schwarz bekommen, aber dass man auch grob die Kontur wieder von den eigentlichen Blättern sieht. Okay, und dann würde ich vorschlagen, das machen wir doch einfach gleich, dann ist das nämlich fertig. Das bedeutet, hier wieder in unseren Stamparatus einfach wieder reinlegen. Passt genau. Und dann müsste das eben direkt wieder perfekt aufeinandertreffen. Und da nehme ich jetzt eben eine wasserfeste Tinte, die Stazon-Tinte, die ist auf Lösungsmittelbasis. Und gehe hier über meinen Stempel drüber. Hier und da. Und drücken.
gut einmal festdrücken, nicht zu doll drauf rumdrücken. Das ist eine filigrane Stempel, nicht, dass es quasi eure Dinge verschmiert, aber schon einmal doll draufdrücken, dass es gut Kontakt hat. Und guck mal, das sind doch Welten. Und jetzt haben wir eben oben trotzdem die Kontur von den jeweiligen Motiven draufgestempelt. Hier ist jetzt noch relativ blass. Man könnte jetzt auch einfach nochmal drüber gehen. Das mache ich mal bei dem anderen Blatt. Man sieht einfach toll aus. So, hier wieder unser Aufhebhelfer. So. Und du auch. Perfekt. So. Hier ins Loch rein. Dann Stayson-Tinte. Zu Stayson gibt es übrigens auch ein Infovideo. Ich verlinke es auch mal da oben, wenn ich dran denke. Genau, das ist das. Und ich gehe hier tatsächlich nochmal drüber. Das sollte dem eigentlich gar nichts ausmachen, aber dann wird vielleicht das Motiv auf der Folierung selber ein bisschen dunkler. Ein bisschen kräftiger. Ja, kann man also ganz unbetrost machen. Und jetzt ist das hier ein bisschen deutlicher. Finde ich gut. Ja. Dit ist dit. Dann haben wir das auch. Übrigens, Stayson geht natürlich mit Wasser nicht mehr gut runter, weil es ja wasserfest ist. Badumt, Captain Obvious. Aber da gibt es den Stayson-Entferner, ne? Den Stayson-Cleaner, damit geht es total easy weg. Von dem roten Gummistempel geht es auch komplett anstandslos wieder weg, wenn man es jetzt gleich macht. Also ich mache es nach dem Video, das reicht auch noch vollkommen. Von den Fotopolymerstempeln, die sind natürlich ein bisschen eingefärbt, aber das ist halt wieder typisch Fotopolymerstempel. Ich meine, wenn man die mit einem krassen Magenta stempelt, dann nehmen die auch die Farbe an. Das ist einfach nur ein Qualitätsmerkmal. Ich sage immer, was wäre schlimmer, das da oder dass es halt die Farbe abperlt, das wäre furchtbar. Okay, dann räume ich hier ein bisschen auf, weil wir brauchen den Stemperatus auch nochmal. So, ein Magneten weg. Wie gesagt, ich benutze nicht gerne zwei auf einmal. Das kann drin bleiben, das geht weg und ich tausche mal hier einfach die Platte aus. Dann kann ich das nämlich so, wie es ist, nachher mit ans Waschbecken nehmen und mit dem Stayson-Reiniger rumschmieren. So, das heißt, jetzt brauche ich wieder eine neue Platte. Wir stempeln nämlich noch gleich den Spruch, wo wir gerade dabei sind. Der Spruch kommt aus dem Set. Also hier habe ich den Spruch Liebste Wünsche genommen. Der ist aus dem Schneeflocken-Set. Das lag hier einfach noch rum, während ich die Karte gebastelt habe. Und dann habe ich die genommen. Aber was die Janina für den Spruch genommen hat, und da bin ich natürlich erst gestern drauf gestoßen, die hat Stille Nacht Heilige genommen aus dem Set So klingt Weihnachten. Und das ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist ein Weihnachtslied und wir machen doch einen Notenhintergrund. Das passt ja viel besser. Ja, also das, dann manchmal hat man so Momente, ne? So hier, Stille Nacht, Heilige Nacht. Jetzt können wir das auch anständig machen. Ich habe hier einen Streifenfarbkarton, der kommt in den Stemperatus. Gestempelt wird das übrigens in Schwarz. Man könnte das auch golden machen. Wäre mir aber jetzt ein bisschen too much. Ein bisschen overkill. Das heißt, ich nehme das mal so. Und ich nehme jetzt einfach Memento-Tinte. Die ist auch schwarz, ist sogar von der gleichen Firma. Ihr könnt einfach nochmal das Stayson nehmen. Aber die Memento-Tinte ist wasserlöslich und die Stayson-Tinte halt nicht. Und das heißt, ich muss hier nicht mit dem Stayson-Reiniger drüber gehen. Das kann ich nachher einfach quasi abputzen und dann ist gut. Die Tinte ist ein bisschen stressfreier. Die Stayson-Tinte nehme ich nur, wenn ich wirklich diese wasserfeste Fähigkeit möchte. Und da gehe ich auch nochmal drüber, dass es hier wirklich perfekt satt schwarz ist. Das gefällt mir dann besser. Perfekt. Super. Gut, das kann weg. Brauchen wir so nicht mehr. Sehr schön. Ja, ich sage euch nachher, wie groß das ist, weil es kann sein, dass ich das noch ändern möchte. Jetzt kommt noch die Prägung. Die Prägung, das ist Farbkarton Grundweiß 10x14, also erste Kartenauflage. Und das ist der Noten-Embossing-Folder. Der hat übrigens eine Orientierung. Nee, ich sage zuerst, wenn ihr achtet beim Prägen, das ist ja ein Querstreifenmuster mit den Notenlinien, also passt höllisch auf, dass ihr könnt es euch an den Notenlinien ja ausrichten, aber guckt, dass das nicht schief ist. Da sieht man jeden Millimeter, wenn hier oben der Streifen nicht parallel läuft. Das ist ganz fatal. Ich habe 10x14 jetzt so eingelegt, dass quasi bei der ersten und bei der letzten Reihe noch ganz klein bisschen mitgeprägt wird. Aber das ist letzten Endes euch überlasst. Guckt nur, dass es halt gerade drin ist, weil wenn das schief ist, sieht man das sofort. Gut, Kartenbasis ist in Schwarz.
Hier, Paprika von Schwarz, Maße wie immer ist eingeblendet, steht auch in der Infobox. So. Das kriegt natürlich nachher auch eine Einlage in Weiß und ich stempel wahrscheinlich unten in die Ecke entweder das oder ich mache die Innenseite so ähnlich, also klebe diese zwei Tannenbäume unten in die Ecke. Ich glaube, das werde ich machen. Das habe ich hier jetzt nicht vorbereitet, das machen wir jetzt nicht im Video, das ist jetzt schon lang genug. So, okay, das wird aufgeklebt. Ihr wisst, ich klebe Grundweiß gerne mit trockenem Kleber auf. Wo ist mein... Hier. Prägungen klebe ich tatsächlich gerne ausnahmsweise mit Flüssigkleber aus, weil die besser halten. Aber dieses hier hat so viel quasi Fläche nach unten, also wegen diesem Notenpapier, dass das völlig vertretbar ist, das mit trockenem Kleber aufzukleben. Das heißt, hier ist quasi die Ausnahmeregel von der Ausnahmeregel. Die Ausnahmeregel ist, ich klebe Prägungen trotzdem gern mit Flüssigkleber auf, bin dann halt aber super vorsichtig. Aber bei dieser speziellen Prägung muss ich das nicht machen, sondern ich kann einfach meinen trockenen Kleber nutzen und dann habe ich keinen Stress. Noten haben übrigens eine Orientierung. Wenn ihr die Notenschlüssel, die sind hier, wenn ihr die drauf macht, dann so rum, ne? So sieht ein Notenschlüssel aus. Das ist richtig rum. Ich mache die gerne nicht drauf, weil mir das dann asymmetrisch wird, weil ich dann links die Notenschlüssel habe, rechts aber nichts, das gefällt mir nicht, deswegen mache ich das hier in der Mitte. Aber auch da hat es eine Orientierung, und zwar die Punkte, die an den Noten dran sind, sieht man hier, die müssen auf der rechten Seite sein. Ne? Das sind punktierte Noten, die dauern dann ein kleines bisschen länger, als sie normalerweise würden. Und die müssen nach rechts. Ich dachte zuerst, dass der keine Orientierung hat, wenn man die Notenschlüssel nicht drauf hat. Das ist aber falsch. Wenn ihr das jemandem schenkt, der Ahnung von Musik hat, dann kotzt er euch im Viereck, wenn ihr die Punkte falsch rum aufklebt. Also der Laie sieht den Unterschied nicht, aber der jemand, der Noten lesen kann, der sieht dann, dass die Punkte auf der falschen Seite sind. Also guckt, dass die dann alle rechts sind, dann seid ihr wieder richtig rum. Gut. Man könnte es auch mit Abstand aufkleben. Übrigens, das sage ich nachher, das habe ich nämlich bei der anderen Karte gemacht. So. Und jetzt dieser Spruch, ich glaube, das passt aber. Der liebste Wünschespruch war länglicher und das gefällt mir ganz gut. Und ich hatte Angst, dass der vielleicht zu kurz wird. Aber es sieht trotzdem hübsch aus. Ja, nehmen wir so. Das heißt, jetzt kann ich euch auch die Maße verraten. Das sind 2,5 x 6,5 cm. Das heißt, das da drunter ist 3 x 7. Und ich hatte mir da zwei verschiedene Optionen überlegt, aber ich habe mich gerade spontan entschieden, was wir machen. Und zwar machen wir das wie hier mit der Goldfolie unterlegt. Ich sage euch gleich noch eine Alternative. Was hatte ich gesagt? 3 x 7. Das ist unsere Standard-Goldfolie, die es auch einzeln gibt. Das hat den wärmsten, schönsten Goldton quasi, der auch am nächsten an dieser Folierung oder beziehungsweise der perfekt hier mit dem folierten Gold zusammenpasst. Ihr habt ja auch dieses Dreierpack. Das liebe ich über alles, aber der Goldton, der da drin ist, ist mehr so ein Messington. Und der passt dann nicht so gut zur Folierung. Deswegen, das hier ist so ein Reingold. Also dieses hier benutzen, diese Goldfolie. Das im Dreierpack ist ein Messing, das passt nicht zur Folierung. Das beißt sich, dann würde ich nicht empfehlen. Gut. Das heißt, das hier sind eben diese 3 x 7. Das kommt dann hier drauf. Auch da nehme ich trockenen Kleber natürlich. Vor allem auch, weil auf dem Folienpapier... Habe ich meinen trockenen Kleber jetzt hin? Hier. Weil auf dem Folienpapier natürlich auch nasser Kleber nicht hält. Oder halt nicht gut. So. Das heißt, hier einfach nur so ein klein bisschen drauf. Und das dann aufgeklebt. Die Alternative, die ich mir ausgedacht hatte, die ich ursprünglich machen wollte, aber dann habe ich ja den Spruch geändert und dann wollte ich es doch nochmal so. Man könnte einfach Abreißklebeband drumherum kleben. Also das untere aus Farbkarton hier ausschneiden. Und dann Abreißklebeband nehmen und einmal um die Ränder kleben. Das dann in die Goldflocken stippen und auch folieren. Und dann hat man quasi anstatt diesen planen, gleichmäßigen, glänzenden Look, hat man eben ein bisschen einen kriseligeren Look, so wie eben auch hier diese Folierung aussieht. Und dann passt die Folierung besser zum Etikett. Könnt ihr mal ausprobieren, macht das mal einer und schickt dann ein Bild, am besten unter den Facebook-Eintrag oder so, dann können sie auch die anderen Leute sehen. Also probiert das mal jemand aus, aber ich mache es jetzt nochmal so, ist aber eine coole Idee. Also nur für euren Hinterkopf, kann man mal dran denken. Entweder hier die Goldfolie nehmen oder halt Klebeband drumherum kleben, also auf das untere Stück natürlich und dann mit den Goldflocken folieren. Dann bekommt es ein bisschen kriseligeren Look und passt besser hierzu. Aber wie ihr das macht, das letzten Endes euch überlassen. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur zusammenkleben und dann noch Steinchen draufhauen und dann sind wir auch fertig. Das heißt, ich schnappe mir hier meine Dimensionals, nehme mal 3 Stück, 1, 2, 3 von den großen. Und
das kleben wir hier so in etwa auf den goldenen Schnitt. Auch dazu gibt es ein Infovideo. Das ist lustig, fällt mir gerade auf, weil es ja golden ist. No pun intended und so. Gut, das ist vielleicht schon ein bisschen weiter unten, aber das macht eigentlich nichts. Ich möchte es ein bisschen höher haben. Okay, dann wahrscheinlich doch nicht ganz goldener Schnitt. Ein bisschen weiter hoch. Vielleicht ist das auch der goldene Schnitt. Das weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Okay, so. Und dann kleben wir noch hier unsere Kügelchen und unsere Ilex-Zweige auf. Das heißt, da kommen einfach auf die Kugeln unten zwei von den kleinen. Und die schieben wir einfach. Mir ist das egal, ich klebe die da oben nicht an. Da kommt sowieso der Zweig drüber. Und ich schiebe die hier quasi ganz knapp drunter und klebe die dann hier unten an. Und dann, hier, damit geht es einfacher. Und dann nehme ich mir hier noch so einen Ilex-Zweig und der kommt so nach da. Das heißt, ich klebe mal hier so ein Dimensional auf. Und dann kommt das nach da. Und der hier bekommt auch ein Dimensional auf diese Seite. Könnt da auch noch ein klein bisschen Kleber drauf tun und es dann da aufkleben, aber in meiner Erfahrung hält es auch so, also das passt voll. So, und das ist die Karte von heute. Jetzt kommen noch die Steinchen drauf, nicht vergessen, die geben nochmal einen guten Kick. Ich bin einfach in meine Steinchenbox gegangen und habe geguckt, was ich so an goldenen Sachen finde. Dabei sind mir hier die Sachen in die Hand gefallen, und zwar einmal die zauberhaften Schmucksteine. Die sind klar mit so Goldflocken drin, die passen natürlich perfekt zu diesem flockigen Look von der Folierung. Also die mussten sein, und diese hier mussten auch sein, die vergoldeten Schmucksteine. Das sind meine allerlieblingsschmucksteine von Stampin' Up, die sind einfach toll. Die kommen übrigens in der Kamera nicht gut aus, die sehen so sehr dunkel und sehr schwarz aus, aber in echt glänzen die ganz toll. Ich glaube, die sehen auch schwarz aus, weil meine Kamera hier oben schwarz ist. Aber die glänzen und funkeln einfach ganz toll. Also das sind wirklich verspiegelte Steinchen, ganz, ganz super. Was mir auch in die Hand gefallen ist, sind die Metallic-Perlen, da sind ja auch goldene drin, die könnte man benutzen. Die habe ich jetzt hier nicht benutzt. Auf der Mini-Kleinkarte hatte ich auch noch so goldene Sternchen eingearbeitet. Die sind in den Stanzformen aus dem Set drin. Da könnte man eben auch noch ein paar ausstanzen und dazu kleben, wer da Lust hat. Das ergänzt sich dann natürlich auch toll hier zu der Folierung. Aber ich nehme jetzt hier einfach diese Steinchen und lasse gut sein. Und zwar natürlich, weil ich so jemand bin, der die versucht gleichmäßig zu verbrauchen, einen großen, einen mittleren. Der mittlere kommt immer nach da oben. Und einen kleinen, nach da. Und dann hier von diesen hier nehme ich auch einen großen und einen kleinen. Das heißt hier so einen großen, nach hier unten und einen kleinen nach da oben. Ich versuche die übrigens immer auf die Zwischenräume zu kleben, also nicht auf die Noten drauf, nur hier oben lässt sich nicht vermeiden. Aber hier kommt man eigentlich immer in den Zwischenraum. Ja, und dann habt ihr hier quasi noch so ein kleines bisschen Konfetti, eben nochmal einfach diese Diagonale betont als stilgebendes Element. Total schick. Genau. Das ist die Karte. Ich zeige euch noch die Variationen und erkläre euch ein, zwei Sachen dazu, falls da jemand interessiert ist am Nachbasteln. Genau, das ist die Karte von jetzt. Super schön. Auf die Innenseite würde ich einfach eine weiße Kartenauflage 10x14 schneiden und dann noch diese beiden Bäume hier unten reinkleben und bums, fertig. Total modern, total geil. Ich habe über andere Farbkombis nachgedacht. Ich wollte sie ursprünglich basteln nochmal in Blaugold mit euch, aber ich fand Schwarzgold einfach so stark, dass ich gesagt habe, nö, wir machen das genau nochmal so. Also auch Blaugold sehr schön aus, also zum Beispiel Abendblau oder Marineblau. Auch Blau-Silber geht, weil Blau kann man auch super mit Silber kombinieren. Also da könnt ihr auch andere Farbkombis machen, aber ich bin tatsächlich mega der Fan von Schwarz-Weiß-Gold. Aber könnt ihr auch anders machen. Hier ist eben diese Idee von der Karte. Die hier ist jetzt mehr an der Originalidee von der Janina dran. Ich habe hier einfach angemalt mit Stampin' Blends die Sachen. Das sind jetzt eher so Pastellfarben. Das ist Lindgrün, Aquamarin und hier ein Rosa. Genau, das heißt einfach was Leichteres, weil ich wollte hier keine knalligen Farben nehmen, weil hier so viel Weiß drauf ist. Hier auch ist mit silberner Folie gearbeitet und dann mit silbernen und perlenden Steinchen. Hier sind noch die Schmucksteine in den In-Colors drauf, diese irisierenden. Und hier ist der größte Unterschied, was ich noch sagen wollte. Die Kartenauflage ist hier eine zweite Kartenauflage, also 9,5x13,5, weil weiß auf weiß, da darf gerne Platz sein. Hier wollte ich, dass das Schwarz nicht zu sehr, dass die Karte übermannt, deswegen nur ein schmaler schwarzer Streifen, deswegen erste Kartenauflage. Hier habe ich eine zweite Kartenauflage gewählt. Und die ist tatsächlich auch abgesetzt mit Dimensionals. Und wenn ich Prägungen absetze mit Dimensionals, klebe ich da tatsächlich gern was drunter.
Das heißt, das hier ist der dünne Farbkarton, der geprägte, weil der dann so wobbelig wird. Habe ich da drunter nochmal den Farbkarton geklebt, da dann extra starken, eben als quasi dritte Kartenauflage, einfach nur ein Streifen, wie groß der ist, ist egal, also knapp drunter geklebt und dann beide nach oben geklebt, dann hält das besser. Selbst wenn ihr den starken Farbkarton prägt, wird der so wobbelig, das wird nicht so gut. Ach, und was ich hier im Hintergrund auch gemacht habe, ich habe so ein bisschen rumgespritzt. Also ich habe so Wink of Stella reingespritzt und noch ein bisschen von dem Aquamarin und von dem Lindgrün. Einfach nur hier so als Element in die Diagonale. Da kam ich noch nicht auf die Idee mit den Steinchen. Die sind erst im Nachhinein nach dieser Karte hier drauf gekommen. Genau, das einfach nur zu der Variation. Aber mir gefällt tatsächlich dieses hier besser. Aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Wenn ihr es nachbastelt, schickt mir unbedingt Bilder auf Facebook, auf Instagram, per Mail, irgendwie sowas. Probiert gerne andere Farbkombis aus. Ich bin gespannt auf, was ihr kommt. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Ich merke auch, meine Nase ist gegen Ende jetzt richtig zu. Also ist jetzt perfekt, dass ich aufhöre. Genau, wir sehen uns in einem der nächsten Videos mit einer besseren Stimme. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.